Bierpreise zu verlangen und vielleicht einfach mal auf den Gewinn im wahrsten Sinne des Wortes zu scheißen. Ich werde euch gleich mal sagen. Bro, das ist gelogen. Sorry. Das ist gelogen. Sorry, das ist gelogen. Okay, Freunde, wir testen es jetzt nochmal. Wir versuchen jetzt hier nochmal in das Video von Maximilian reinzusteppen. Ich glaube, es gibt mittlerweile zwei Videos. Einmal das hier, wo er ein paar Worte zu seiner Modemarke sagt. Und das Promo-Ding, so. Ich will mir jetzt hier einmal reinsteppen, was er erzählt. Weil das ist halt auch ein super spannendes Video eigentlich, wo er vielleicht Hintergründe zu der Marke sagt. Und ich meine, ich habe da ja auch schon ein bisschen Erfahrung mitmachen dürfen. Und vielleicht können wir ja hier ihm zustimmen. Vielleicht können wir ihm nicht zustimmen. Ich weiß es nicht. Ja, wie man es jetzt am fehlenden Effekt erkennen kann, wird das heute auch, was den Cut betrifft, ein sehr transparentes Video. Das heißt, es gibt... Wir bedanken uns recht herzlich bei Maximilian, dass er heute uns diese Effekte spart. Danke. Ganz von Transparenz geschwängertes Video. Ich habe mich entschieden, mit offenen Karten zu spielen und Dinge zu veröffentlichen, die so manche Modemarke nicht mal in Betracht ziehen würden, irgendjemanden zu sagen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich zu einem Umdenken gekommen bin. Ich möchte, was meine Modemarke betrifft... Also ich finde es schon mal gut, dass Maximilian hier anscheinend mit offenen Karten spielen möchte. Man kann das natürlich auch sagen, dass man mit offenen Karten spielt, aber es dann nicht tun. Deswegen, ich bin gespannt, was er uns zu sagen hat. Real Talk jetzt, gespannt. Eine andere Art der Vermarktung fahren als ich. Sowas verstehe ich auch nicht, warum immer alle Probleme haben, wenn sie einfach vor einer Kamera stehen mit dem Fokus. Ich raff es nicht. Auch schon, ich glaube, hier Miguel Pablo bei dem Outing-Video war die ganze Zeit auch der Fokus weg. Ihr habt sowas wie einen manuellen Fokus. Es gibt einmal automatisch Fokus, dann passiert das, was jetzt gerade passiert, oder manuell. So, dann fokussiere ich einmal meinen Kopf, dann ist er fokussiert und dann tut sich da auch nichts. Ich verstehe nicht, warum das Leute nicht verstehen. Ich sie normalerweise gehandhabt habe. Also in den vergangenen Tagen hat sich vieles ergeben. Ich habe einige Berechnungen angestellt, bin am Preis herum... Das nervt doch total die ganze Zeit, dass sich das Bild bewegt. Habe am Preis herumgeschraubt und habe mich dazu entschieden, dieses auch zu veröffentlichen. Das heißt, wir werden heute nicht nur darüber sprechen, wie viele Stückzahlen gibt es, was gab es für Probleme, sondern auch, was werde ich mit dieser Modemarke verdienen. Okay, das ist krass. Ich meine, wer mich verfolgt, der weiß ganz genau, dass ich auch mit ADR so welche Podcasts veröffentlicht habe, wo wir auch sehr, sehr ins Detail gehen. Finde ich schon, dass das eine krasse Aktion ist. Beziehungsweise klarstellen, was ich immer wieder in Kommentaren lese, wann kommt die neue Merchandise-Geschichte. Ich weiß, da gibt... War das ein Versprecher von ihm? Weil jetzt redet er gerade von Merchandising und ich finde, zwischen Merchandising und Modemarke ist schon ein großer Unterschied. Es gibt teilweise Ungereimtheiten und Unklarheiten, was der Unterschied zwischen einer Modemarke und einer... Okay, er hat es mir vorweggenommen. Merchandise-Marke ist, das erkläre ich aber sehr, sehr gerne. Ich habe bis dato Merchandise gemacht. Merchandise heißt übersetzt Werbeartikel. Das heißt, es ist immer gekoppelt als Werbung für eine Firma, für eine Person, für ein Unternehmen. Je nachdem, in diesem Fall bei der ersten Kollektion, war es Merchandise bzw. Werbeartikel für... Also er sagt quasi, dass Merchandise Werbung für etwas ist. Das war jetzt so, zumindest habe ich so verstanden, die Essenz von dieser Aussage. Ich finde, man muss da noch weiter abgrenzen. Ich finde auch teilweise Merchandise ist etwas, wenn es an etwas gekoppelt ist. Ich bringe ein T-Shirt raus und dieses T-Shirt wird nur gekauft, weil ich der bin, der ich bin und nicht, weil das Produkt cool ist. Zum Beispiel, ihr geht auf ein Kanye West Konzert, er verkauft da Merchandise. Ihr würdet euch das T-Shirt nie im Leben kaufen, aber ihr kauft es euch doch, weil ihr Kanye West feiert, weil ihr das Konzert gefeiert habt. Oder whatever. Das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt. Und was mir sogar spontan auch noch einfällt, was dazu einfließt, ist natürlich die Bemühungen, die man in ein Piece reinsteckt. Eine zweite Kollektion bzw. eine dritte Kollektion gedroppt und das war dann Merchandise für meinen YouTube-Kanal. Auch klipp und klar erkenntlich mit Maximilian groß hinten drauf, vorne drauf. Das war der Helikopterlandeplatz. Auf dann nochmal mein Gesicht, wo nochmal Maximilian stand. Also wirklich 1:1 Merchandise des Allerfeinsten. Ja, normalerweise nimmt man fixfertige Produkte her, in diesem Fall hatten sie einen eigenen Schnitt und eigene Printings, also etwas hochwertiger Merchandise, trotzdem ist es Werbung. Von dem wollte ich weg, aus dem einfachen Grunde, außer in den Zeiten, wo ich meine Merchandise promotet habe, habe ich privat diese Dinge nie getragen und wollte einfach Dinge produzieren,
die ich selbst tragen würde, wo eine Wertschätzung dahinter steckt, wo man etwas herausnimmt und einfach weiß, was für eine Qualität man in der Hand hat. Ich wollte einen anderen Produktionsstandort weg von China rein in eine Welt, wo normalerweise nur hochpreisige Marken, ihr wisst es schon, Givenchy, Balenciaga und Gucci produzieren, genau dort wollte ich hinein. Also genau die Dinge, die mir wichtig waren, wenn ich mir Marken zugelegt habe, wollte ich. Das würde mich jetzt auch wahnsinnig interessieren, wie viele Leute, weil ich kann mir das nicht vorstellen, beziehungsweise nicht bei jedem, wie viele Leute, die sich ein Piece kaufen, achten wirklich auf die Qualität, auf die Herkunft und auf die Materialien. Ich werde aber nicht nur erklären, was der Unterschied zwischen Merch und einer Modemarke ist, sondern auch was die Designs und die Storyline betrifft, ist hier einfach Gedankengut und Gehirnarbeit und Leistung und kreatives Schaffen hineingeflossen, was sich, glaube ich, auch durch die Storyline immer wieder zeigt. Im Promo-Video werdet ihr das selber noch sehen. Messlatte damit dann schon relativ hochgesetzt? Aber ich möchte auch zu den Stückzahlen. Stückzahlen war immer so ein Ding. Ich wollte das nicht veröffentlichen. Also ich wollte nicht sagen, wie viele Stück habe ich, wie sieht das aus, weil man automatisch in eine Position geraten kann, wo andere Leute herkommen und deine Stückzahl bzw. deine Auflage, deine Designs, deine Produktion, whatever, mit anderen Marken vergleichen. Auch hier lese ich immer wieder Vergleiche. Also Stückzahlen ist wirklich ein spannendes Thema natürlich auch. Für manche Leute sind das gar nicht greifbar. Was sind 100 Hoodies? Was sind 200 Hoodies? Ich glaube, viele unterschätzen das. 100 T-Shirts zu verkaufen ist nicht mal eben. Was meine Marke betrifft, was natürlich auch eine andere Marke betrifft, die in Deutschland unterwegs ist, solche Kommentare lese ich immer wieder, ist aber in dem Fall nicht notwendig. Es sind zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Man spricht von Streetstyle, aber was Story angeht, was Schnitte angeht, was Logos angeht, ist es eher der falsche Weg, Dinge zu vergleichen. Wir kommen außerdem zusätzlich noch aus Wien, wir produzieren noch zusätzlich in Portugal. Also das ist Fisch und Fleisch, Apfel und Birne, kann man nicht vergleichen. Warum möchte ich aber auch mit der Stückzahl öffentlich gehen oder die Stückzahl veröffentlichen? Aus dem einfachen Grunde, weil ich einfach festgestellt habe, dass es für mich nicht notwendig ist, hier genauso marktschreierisch und hypend unterwegs zu sein, wie ich das mit meiner Merchandise-Linie gemacht habe. Kauft das und seid dabei und seid schnell und seid die Ersten, der heißeste, beste, niceste Merch überhaupt. Jetzt, ich will ihn jetzt nicht angreifen, aber wie viele Videos haben wir uns jetzt in den letzten Wochen von ihm angeguckt? 2, 3 und da habe ich wirklich Real Talk jedes Mal irgendwas von seiner Modemarke gehört. Das ging gefühlt schon in dieselbe Richtung. Das habe ich in dem Fall nicht notwendig. Ich habe unter anderem auch eine Modemarke kreiert und hier nicht plakativ meinen Namen drauf geschrieben, weil ich möchte, dass sie von mir entbunden wird. Meine Modemarke steht für sich. Genau das habe ich auch gerade gesagt, dass man bei Merch nur ein Produkt kauft wegen der Person dahinter oder wegen einer Person und nicht wegen dem eigentlichen Produkt. Und dann, somit ist es dann losgekoppelt. Im Hintergrund die Qualität und die Produkte selbst schreien durch das einfache Sein, wie die Qualität Fokus, ist, ne? Und wie die Logos sind, stehen die ganz für sich alleine und es ist nicht notwendig, hier großartig Werbung zu machen. Deswegen werde ich auch die Stückzahl veröffentlichen. Wir haben insgesamt 400 Stück, das heißt, es gibt 250 Shirts, 150 Hoodies und um die 60 Caps. Das war's, mehr Stücke gibt es nicht. Ich bin hier in einer ganz anderen Price Range unterwegs. Wir sprechen hier von 80 bis 90 Euro für ein Shirt und von 120 bis zum teuersten 150. Okay. Hier war es einfach wichtig, mal in diesem Preissegment Fuß zu fassen und zu sehen, wie kommt das bei der Community an? Sind die bereit, so viel zu zahlen? Und in welcher Folge erreicht man auch andere Leute, die vielleicht mit mir gar nichts zu tun haben, mich vielleicht nicht mal kennen und versuchen hier mit Qualität einfach zu arbeiten. Ich glaube, allein beim Auspacken selbst, ihr wisst, wir haben hier eine Magnetbox, die Produkte sind in Seidenpapier eingepackt, es ist ein anderes. Ich will jetzt nicht zu forsch sein, deswegen chillen wir erstmal, aber diese Magnetbox, Freunde, jetzt mal Real Talk, die wird 6 bis 8 Euro kosten, würde ich jetzt schätzen. Je nach Abnahmemenge, die wird ihm 6 bis 8 Euro kosten, die ist schon teuer, ja? Das sind Schätzpreise, ne? Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber das ist jetzt so mein Schätzwert. Feeling, eine andere Qualität, hier ist hochqualitativ das Ganze vernäht
Und hier ging es mir, wie gesagt. Ich meine, dieses Argument, dass es in Portugal genäht wird, so Bro. Ich meine, wenn es danach gehen würde, dann könnte ich ja auch meine Hoodies nicht für 90 Euro, sondern für 180 oder 120 verkaufen. So, das ist nicht so ein krasses Argument. Ja, es ist teurer, in Portugal zu produzieren, als zum Beispiel in der Türkei. Ja, aber wie gesagt, das ist alles dann Kalkulation letztendlich vom Endprodukt. Zuerst einmal um ein Experiment auch. Es ist eine geringere Auflage, als es das bei Merchandise gab. Ich habe zwar eine höhere Reichweite und auch anhand von der Instagram-Page, die innerhalb kürzester Zeit über 10.000 geknackt hat, merkt man, dass auch ihr darauf wartet, aber mir war einfach, für mich war es auch einfach so zu sagen, hey, lasst los, sei transparent, sei ehrlich mit all dem, was du machst, das, was du machst, beziehungsweise was diese Marke macht, wo diese Marke hingeht, ist gut und man muss sich nicht verstecken. Für alle jene, die sich drüber trauen über diesen Preis und ein Stück ergattern vor allem, ich habe halt keine Vorstellung davon, wie schnell was weg sein kann oder wird. Ich kann euch nur die Stückzahlen geben, es gibt halt wie gesagt sehr wenig, es wird dann nochmal abgestuft von welches Stück es wie viele gibt. Dazu gibt es dann das Video am Mittwoch, am Sonntag kommt ja dann das Promo-Video mit der Storyline, wo man dann die Geschichte und zum allerersten Mal auch die Pieces sieht. Also da seid auf alle Fälle sehr gespannt. Und dann wird es sich weisen, wie schnell was weggeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Mir ist einfach... Boah, ich bin ehrlich zu euch, ich kenne seine Community auch nicht. Aber ich glaube, für die Preise, die er jetzt gerade genannt hat, ist schon hart. Hier Preise zu verlangen und vielleicht einfach mal auf den Gewinn im wahrsten Sinne des Wortes zu scheißen. Ich werde euch gleich mal sagen... Bro, das ist gelogen. Sorry. Das ist gelogen. Sorry, das ist gelogen. Klar kannst du jetzt sagen, hört jetzt meinen Gedanke, klar kannst du jetzt sagen, ich packe da jetzt Geld rein in die erste Kollektion, damit mache ich mein Geld und das Geld, was ich damit mache, packe ich dann in die zweite Kollektion. Wenn du so argumentierst, dann machst du damit kein Geld. Aber da purzelt Gewinn raus. Safe. Ich mache da nämlich jetzt keinen Gewinn mit, wenn ich ein Pullover verkaufe. Ja, na klar, dann gehe ich ins Minus. Aber ab einem gewissen Wert an Verkäufen weiß ich, dass ich damit Gewinn gemacht habe. Ey, aber was, wo liegt das Problem? Ich verstehe nicht, warum man das immer so verheimlichen muss. Ja, ich mache damit keinen Gewinn. Oder ja, so und so. Hä, ist doch geil. Jeder will doch irgendwie Geld verdienen. Willst du kein Geld verdienen? Natürlich willst du auch Geld verdienen. Ich verstehe nicht, warum man da jedes Mal so ein Geheimnis rausmachen muss. Und ich liebe es einfach, hier Designs zu kreieren und Stoffe und Qualitäten in der Hand zu haben und zu sagen, ja, genau das ziehe ich an. Genau das möchte ich, genau das will ich. All das, was mir immer wichtig war, das setze ich jetzt bei dieser Marke um und es freut mich irrsinnig, das tun zu können. Habe ich schon gesagt, ich möchte auch gar nicht mehr länger quatschen. Wir gehen zu den letzten Themen. Wie viel verdiene ich? Jetzt bin ich mal gespannt, weil da wurde gerade ein bisschen gepusht und ich glaube, da wird auch ein bisschen vertuscht. Ich habe heute lange herumgerechnet, mir mal unsere kompletten Produktionskosten zusammengerechnet und da gibt sich natürlich einiges. Also da gibt sich nicht nur die Produktionskosten der Shirts und der Hoodies, die schon logischerweise, wenn es in Portugal produziert wird, relativ teuer ist, sondern... Also wenn er die Preise, die Produktionskosten veröffentlicht, Freunde, ich kenne halt die Produktionspreise eins zu eins aus Portugal, so, da macht mir halt keiner was vor. So, und wenn da auf einmal irgendwas Komisches mir vorkommt, dann tut mir leid, dann muss ich das sagen. Die Prints und die Bestickungen werden ja in Wien gemacht, das heißt... Ah, okay. Das ist dann nochmal was anderes. Ich meine, wir produzieren ja alles in Portugal, da wird alles gemacht. Das ist ja aber komplett weird. Die Schnitt, also die Stoffe und der Schnitt kommt alles aus Portugal und hier in Wien wird es dann nochmal verfeinert mit Druck und mit Stick. Diese Kosten entstehen natürlich. Es kann eigentlich nur einen Grund haben. Ich habe kurz darüber nachgedacht, warum macht man das? Und jetzt spontan fällt mir persönlich nur ein Grund an und das ist Vorproduktion. Kann man das so nennen? Ich weiß es nicht, aber ich erkläre es euch. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel ein Hoodie macht und ihr wisst halt noch nicht, was vorne drauf soll oder hinten, dann produziert ihr von dem Hoodie blank, sagen wir 500 Stück. Dann kriegt er 500 Stück zurück, kann 100 in die erste Kollektion machen, hat aber noch 400 im Petto für die nächsten Kollektionen. Das bedeutet natürlich, dass alle danach folgenden Sachen gleich werden vom Schnitt und von der Qualität, außerhalb der Print, der wird anders. Weiß nicht, auf einmal gefällt euch der Schnitt oder der Trend ändert sich dann nach einem Jahr, keine Ahnung. Sagen wir nach einem halben Jahr, ihr habt da noch die Hälfte rumliegen, aber die müssen natürlich weg. Aber der Schnitt auf einmal ist nicht mehr oversized in, sondern, ich weiß nicht, cropped. Dann ist das natürlich ein gravierender Nachteil. Und dann erklärt es mir auch, warum man mit dieser Kollektion keinen Gewinn macht. Weil natürlich, du musst erstmal die komplett in Vorkasse gehen. Ihr bestellt 1000 Hoodies. So, wenn du jetzt für diesen ersten Drop nur 100 davon einsetzt, ja, okay, dann wirst du natürlich keinen Gewinn machen. Weil du hast halt noch, du hast die
nächsten drei Kollektionen schon finanziert letztendlich. Die Versandkosten entstehen, dann entstehen natürlich die Versandkosten von Österreich, also von Wien, in alle Welt, im europäischen Raum hauptsächlich. Danach gibt es natürlich die Personalkosten. Es gibt die Kosten für Zubehör, es gibt die Kosten für den Videodreh, für die Models, für das Marketing selbst dahinter. Die Verpackungskosten sind natürlich nicht billig. Ich kann das ruhig jetzt einmal, ein Karton kostet 6 Euro. Freunde, was habe ich gesagt? Das glaube ich ihm direkt, dass die Dinger 6,50 Euro kosten. Real Talk. Es gibt natürlich einige, die sagen, ja, diese 6,50 Euro, die muss auch der Kunde dann zahlen. Ganz richtig, aber es verschafft einfach ein anderes Gefühl. Wenn ich mein Produkt in einen Plastiksack bekomme, habe ich gar nicht diese Wertigkeit für das Produkt selbst. Also hier soll einfach von vorne bis hinten alles stimmen und die Anforderungen, die ich an Qualität habe, müssen hier umgesetzt werden. Sonst kann ich mit meinem Namen einfach nicht dahinter stehen und sonst habe ich auch einfach keine Freude daran, das zu machen, was ich hier mache. Natürlich kommen die Kosten für das Shooting dazu. Diverse Kosten. Ich möchte euch gar nicht mit dem kompletten Umfang nerven, aber es ist sehr, sehr viel und was man nicht vergessen. Ja, das, was er aufgezählt hat, das stimmt auf jeden Fall. Also da, oder viele haben da nicht so den Blick für. Manche denken halt so, ja, du hast das Produkt, du zahlst das Produkt und das war's. Also das stimmt nicht ganz. Man hat halt wirklich rechts und links so sehr, sehr viele andere Kosten. Die 20% Mehrwertsteuer sind ja schon im Preis mit drin. Das heißt, wenn ein Shirt 87 Euro kostet, dann müsst ihr nochmal 20% abziehen, die ich an Steuern abgeben muss. Also Mehrwertsteuer und von dem, was mir überbleibt, muss ich ja dann nochmal 45% an die Steuer abdrücken. Das muss man natürlich auch. Kann man auch so pauschal nicht sagen. Das ist natürlich immer von deinem Umsatz abhängig. Und ich glaube, Spitzensteuersatz in Deutschland, in Österreich, weiß ich nicht, aber ich glaube, in Deutschland liegt der bei 45%. Aber für 45% Steuer musst du schon mehr als 100 oder 300 Pieces verkaufen. Was ist eure Meinung? Freunde, was ist eure Meinung zu dem Stuff? So, ich meine, wir haben jetzt noch keine Pieces gesehen. Ich muss sagen, ich fand's cool, dass er uns da so ein bisschen einen Einblick gegeben hat. Nichtsdestotrotz muss man hier und da natürlich das mit so ein bisschen vorsichtig genießen. Sagen wir mal so. In diesem Video war es ein paar Tage scheiße uns. Safe. Real Talk, in diesem Video absolut vertragbar. Also Real Talk, ich fand das Video nicht schlecht. Auf Ernst. Wir schauen uns jetzt das Promo-Video an, weil das interessiert mich natürlich jetzt. Das müssen wir uns jetzt geben. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was das Ergebnis ist. Ich meine, wir haben ja hier und da schon ein bisschen was gesehen. Location, also ihr wisst ja, das ist ja dieses Mexican Standoff. Location hat mich schon mal gefallen. Passt auf jeden Fall zum Thema. Was ich jetzt ein bisschen enttäuschend fände, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn da jetzt irgendwelche Adler zu sehen sind, Pistolen fände ich nicht so geil. Ich fände es auch nicht so geil, wenn da vielleicht dieses Sheriff-Zeichen, kennt dieses Sheriff-Symbol, so diesen Stern letztendlich, drin vorkäme. Das wäre mir dann zu obvious. Aber ey, wir lassen uns überraschen. Sache so Western Location und dann so Sneaker an. Bro, zieh doch so Cowboy-Stiefel an. Wär viel cooler gekommen. Ich bin so froh, und das soll jetzt kein Front sein, kein Front sein gegen ihn, aber ich bin so froh, dass wir mit ADR bei diesen Promo-Videos einen eigenen Vibe gecatcht haben, weil dieses ganze im Studio sein, Fotograf macht Bilder, wisst ihr, dieses Hinterkulissen-Vibe-mäßige, das sehe ich jetzt schon zum 100. Mal. So, ich fände es viel cooler, wäre in dieser Location geblieben, die wir jetzt gerade gesehen haben und hätte da irgendwelche Szenen aufgenommen, als jetzt diese Studio-Dinger. Der Wash, also das hat er auch angekündigt, gefällt mir eigentlich ganz gut, also sieht nice aus. Ich habe schon so einen Print hinten gesehen, so mit der grünen Schlange, das habe ich absolut nicht gefeiert. Da will ich aber nochmal genauer hingucken. Also diesen Cowboy, sorry, der Cowboy, den Print, den fand ich nicht schlecht, der gefällt mir gar nicht. Ach, hier werden sie auch nochmal eingeblendet. Ja, also diesen, wie nennt man das? Diesen Cowboy auf dem Pferd, den fühle ich nicht so.
Aber das ist natürlich auch absolut Geschmackssache. Wir steppen hier nochmal rein und gucken uns das im Detail an. Also diesen hier, was ist das, dieses Totenkopf-Ding? Ich fände es cooler, wäre der Totenkopf weg und nur diese Zielscheibe mit diesem hier. Dann fände ich es wesentlich cooler. Den habe ich jetzt gesehen, den fand ich, das ist bis jetzt meiner Meinung nach der schlechteste. Den fand ich nicht schlecht, jetzt auf Ernst, also vorne links auf der Brust. Den finde ich cool. Der hier ist mir leider ein bisschen zu bunt. Und das ist wahrscheinlich auch der hinten die Schlange hat, ne? Ja, diese komische Schlange. Also die Schlange, wow. Der ist nicht schlecht. So, ich feiere auch die Font. Dieses mit den Flammen, das ist cool gemacht. Hier unten steht halt da irgendwas drauf. So, ja, kann man machen. Um ein Fazit zu setzen. Ich glaube, jetzt, und das meine ich jetzt auch ernst, ich habe mir schlimmere Sachen vorgestellt. Ich meine, wenn wir das halt mal mit den vorherigen Sachen vergleichen, dem Helikopterlandeplatz, so war das hier schon ein Augenschmaus. Nichtsdestotrotz, habe ich jetzt von diesen drei Designs, wenn ich mich hier nicht täusche, einfach nicht gut. Die anderen haben mir persönlich jetzt nicht zugesagt.